Wir von Hunt on Demand haben uns hier auf der Jagd und Hund auf der Horido Area präsentiert, zusammen mit Geartester, Aufwands und Wilde A. Ich denke, wir haben den Messebesuchern hier ein wirklich breites und tolles Programm geboten. Wir hatten spannende Vorträge, tägliche Filmpremieren, Expertentalks, Gewinnspiele, sogar Jagdhornbläser. Also man kann wirklich sagen, hier bei uns hat sich Tradition und Moderne getroffen. Ja, unser absolutes Highlight war natürlich die Filmpremiere der Drückjagd des Jahres am Samstag zusammen mit der großen Standparty. Man konnte einfach sehen, dass jung und alt, alle Generationen an Jägern bei uns zusammengekommen sind und sich Arm in Arm gelegen haben. Wir haben wirklich friedlich und ausgelassen zusammen gefeiert. Und das macht uns als Hunt on Demand auch wirklich ein Stück weit stolz und auch sehr glücklich, denn genau das brauchen wir doch als Jägerschaft, diesen Zusammenhalt untereinander, die Gemeinschaft. Und ja, deswegen freuen wir uns auch jetzt schon riesig auf die Jagd und Hund im nächsten Jahr in 2024.